Zu den Funzelführungen anlässlich des 500-jährigen Kirchenjubiläums waren zahlreiche Kinder erschienen. Wunderbar vorbereitet von Pastoralreferent Matthias Wert und Küsterin Kirsten Löcke-Brüning galt es für die Kinder, nach der Kirchenmaus zu suchen. Den heiligen Christophorus und zahlreiche Freunde der Maus entdeckten die Kinder auf ihrer Suche, teilweise durch die Funzeln in gespenstischem Licht getaucht. Mithilfe eines mit Gas gefüllten, an einer Schnur aufsteigenden Ballon wurde dann mit Kirsten Löcke-Brüning die gewaltige Höhe des Kirchengewölbes ausgemessen. 15,40 Meter war das erstaunliche Ergebnis. 9 plus 3, 12. Matthias Wert erklärte dann den Altarraum und insbesondere die am Altar angebrachte Reliquie des heiligen Dionysius, dem Namensgeber der Kirche. Und was macht ihr? Genau, die Löwen. Geheimnisvoll zeigte sich das Chorgestühl. Dann haben die das hier umklappen können. Da ist hier so ein Mini-Sitz drauf. Die waren ja alle nicht so groß wie ich, ne? So ein Mini-Sitz drauf, dann konnten die sich so hinstellen. Sind doch unter den Sitzen Abbilder der Untugenden wie Hass, Neid und Völlerei verborgen, die letztendlich zum Tode führen. Peter Petermann führte vor, welche verborgenen Instrumente unter anderem in seine Orgel stecken, und zog fast alle Register. Eindruckend für alle Kinder war das zu Füßen Johannes der Täufer liegende große Taufbecken, in dem auch einige der anwesenden Kinder getauft wurden. An der am ewigen Licht entzündeten Kerze konnten dann die Kinder eigene Lichter anzünden. Zum Schluss wurde, zur Freude aller Kinder, sogar ein ganzes Nest süßer Mäuse gefunden. Wo ist der denn?